Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims hier Let's Build Folge zu meinem Meerjungfrauenhaus. Ich bin Daniel von SimFans hier und heute bauen wir weiter. Yay, endlich geht's hier auch weiter. Schön, dass ihr wieder reinschaut. So sieht das Ding bisher aus. Ein Meerjungfrauenhaus hier in Zulani, der Welt aus dem Inselleben Erweiterungspack. Und wir haben ja mit dem letzten Patch hier endlich mal richtige Korallen bekommen. Und die können wir uns freischalten mit dem Cheat. Steuerung Shift und C, um die Cheat-Konsole zu öffnen. Und zwar Show Live Edit Options hier, oder? Options. So. Leertaste abschicken. Und dann scrollen wir ganz nach unten. Und es hat nicht geklappt. Show Live. Ach, ich habe Options eingegeben. Ich bin ja wieder hier. Das ist wieder voll verpeilt hier, oder? Show Live Edit Objects natürlich. Oh mein Gott. Wird schon wieder verschrieben. Das fängt ja wieder gut an hier, oder? Ja, alles ungeschnitten hier. Das machen wir jetzt einfach so. Ja, Leertaste abschicken. Dann ganz nach unten scrollen und dann haben wir die ganzen Objekte. Ich habe sie gerade schon ganz kurz gesehen. Wo waren sie denn? Die Korallen haben wir da endlich. Manometer lang hat es gebraucht. Ich habe mich schon aufgeregt. Da, erstmal haben wir hier was, oder? Ist das hier Müll oder ist das, kann das weg hier? Hier ist ein Fischernetzding. Ich hole mir das Zeug jetzt mal da raus, was wir brauchen hier. Da haben wir erstmal die Seesterne. Oh, die kann man leider nicht klonen, die Sachen, ne? Wir haben hier diese Korallendinger. Wir haben hier diese... Whatever. Ne? Einfach cool. Sieht einfach cool aus. Wir haben diese tolle Flosse. Die muss natürlich auch mit rein. Das war eine Walflosse, aber wir benutzen die als Meerjungfrauenflosse. Wir haben hier... haben wir noch mehr? Hier gibt's noch mehr. Guck mal, hier gibt's noch mehr. Hier so Steinchen. Oh, das ist toll. Da kann man damit vielleicht auch ein bisschen das Riff machen, was ich eigentlich wollte. Letztes Mal haben wir da mit den Steinchen was gemacht. Es ist so krass einfach, ja. Wir haben da noch ein bisschen Algen. Das könnte man noch nehmen. Mal gucken, was es hier so gibt. Und dann kann man ja immer noch hier, ja. Ne? Weitere von den Dingern suchen. Das Blöde ist, man kann leider hier nicht nach... Da gibt es gerade einen Chat. Nach Inselleben filtern. Das ist der Wasserfall. Weil das hier, was ist das eigentlich? Das weiß man auch nicht so genau, oder? Sieht aus wie ein Meermann. Ja, weil das hier nur über den Debug dann möglich wäre. Aber hier haben wir noch mehr. Guck mal an, da geht schon weiter hier. Ja, da wird es uns nicht langweilig heute. Vielleicht können wir die auch im Haus platzieren. Das wäre natürlich auch schön. Wenn man die im Haus einfach nehmt, ja. So, verpeilt geht's heute weiter. Wir machen das einfach. Freie Schnauze hier. So, da könnte man auch noch so Algendinger da nehmen. Das könnte auch noch hochwachsen. Da müsste man natürlich ein bisschen verkleinern mit dem Verkleinerungs-Cheat. Ich glaube, da müssen wir einiges noch machen. Weil das fände ich natürlich auch nicht schlecht, wenn das hier so ein bisschen mit Grün noch umrandet wird. Aber ich sehe gerade, dass das hüpft hier wieder hoch auf unser geliebtes Fundament. So. Ich glaube, das Gröbste, das Wichtigste haben wir jetzt auch. Dann lasst uns mal loslegen hier. Mhm. Also, das Alien-Pflanzengedöns kommt hier mal weg. Das machen wir wieder weg hier. Alles kommt raus hier. Alles kommt raus. Ja, das bringt ja gar nichts hier. Nein, wir haben Kakteen genutzt und was weiß ich, alles weg damit. So, und auch die Steine würde ich vielleicht mal probieren, ob wir die da lieber nehmen. Die sehen ein bisschen cooler aus. Ich wollte ja immer so eine, irgendwie so eine Art Bucht da irgendwie reinmachen, aber das ist brutal schwierig, glaube ich auch, ne? Dass man das irgendwie hier schön hinmacht, wie so eine kleine Schutzmauer, so eine Wellenschutzmauer, Wellenbrecher oder was gibt's ja, ne? Ja, ich finde die einzelnen Steine jetzt irgendwie doch schöner, vielleicht können wir das hier so am Rand nochmal benutzen, wir haben da noch was. Können wir das wenigstens mal nehmen hier, oder? Punkt und Komma zum Drehen. Haben wir da noch ein bisschen was hier am Boden drin? Ja, das ist auch nicht wirklich ideal, weil das hier natürlich ein flaches Objekt ist. Und dann schwebt es in der Luft. Wie können wir das mit dem Oschi hier kaschieren? Das müssen wir natürlich auch kleiner machen, weil wir hier nicht so sehr viel mehr haben. Und dann können wir hier vielleicht die dahin setzen. Guck mal, da bauen wir uns die Welt hier, wie sie uns gefällt. Ganz genau hier, so. Merkt kein Sim, dass die flach sind und das Wasser nicht flach ist. Schön verteilt hier ein paar Seesterne. Holen wir uns das noch. Das drehen wir natürlich auch so ein bisschen hier so rüber irgendwie, ne? Das hier so am Rand wächst. Jetzt hüpft doch nicht immer auf Fundament hier.
So, da kommt auch noch ein bisschen was raus. Da, die Hashtag Grün Oschis-Dinger da, die sind auch toll. Habe ich sogar zwei genommen. Jetzt wird es hier langsam. Wir können eins auch mal ein bisschen rausgucken lassen, aber nur so ein bisschen. So, und unsere Meerjungfrauenflosse, die packen wir hier so hin, ne? Da passt das doch. Das so machen. Wow. Ist ja gleich jeder weiß hier, hallo. Wir sind hier die Meerjungfrauen-Gang. Das wäre natürlich cool, wenn der Teller da hier so da, der hüpft wieder hoch, der blöde Ding, ne? Kann man den ein bisschen verkleinern? Bisschen verkleinern, dann können wir den so, so reinsetzen hier irgendwie, ne? So. Ja, sehr schön. Brauchen wir noch unser Riff an sich auch. Das hätten wir vielleicht zuerst platzieren können. Aber erstmal jetzt hier so, gucken wir mal. Ja, sehr geil. Das ist natürlich das Highlight schlechthin. Das müssen wir unbedingt hier noch integrieren. Integraten. Dann packen wir das doch dahin und versetzen dafür unseren Seestern da ein bisschen rüber. Die rote Koralle, die kommt vielleicht auch da. Oder die rosane. Vielleicht hier rüber. Und dann packen wir hier unser Riff rein. Jetzt sieht's aus wie so ein richtiges Riff, oder? Jetzt müssen wir noch gucken, was da hier raus kreucht und fleucht. Ich will das mal entfernen sogar, oder? Das ist eigentlich ein geiles Objekt, aber wenn das da so mitten rauskommt, dann ist das ein bisschen doof, ne? Ich mache das mal kleiner und pack das ein bisschen hoch, dann ist es nicht so übertrieben sichtbar und trotzdem haben wir ein bisschen was, das aus dem Wasser auch rauskommt. Ich glaube, das ist ganz schön jetzt. Das ist, glaube ich, ganz schön. Hier müssen wir nochmal gucken. Das schwebt ein bisschen in der Luft. Machen das mal hier vielleicht so hin. So. Und packen da ein paar Steinchen drunter. So. Ja, du passt hier doch da dahinter. Sehr gut. Ich glaube mal, so kann man es durchgehen lassen, oder? Ja, jetzt suchen wir jetzt nochmal die großen Korallen. Weil die wollen wir natürlich hier noch mehr nehmen. Oh, was ist denn das hier alles? Das ist ja mal krass hier. What? Vielleicht nochmal den da, den Schwamm. Der ist ganz schön. Wir brauchen hier noch ein bisschen was, ne? Das hüpft immer da an das Fundament ran. Das ist eine Katastrophe. Und die Rosanen hätte ich gerne noch ein bisschen mehr da. Wo sind die denn? Da ist so ein paar Blümchenblüten da. Nee, ne? Wir da noch ein bisschen Gras reinsetzen. Bisschen Gras. Seegras. Seegras. Also, what is this hier wieder? Eieiei, wir sind doch hier nicht im Dead Space hier, oder was? So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Das wäre Wandgrün. Das können wir mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn wir das da hochhängen. Das ist ja so ein Hängegrün. Auch aus Inselleben sogar. Wenn man das ein bisschen, den Algenschaum, sage ich mal, da reinbringt in das Haus noch ein bisschen, ja. So, ja, und wir kommen auch gleich zur Treppe. Finde ich auch ganz schön, dass das so unterschiedlich ist. Dann haben wir da was Cooles hier dabei. Und hier machen wir nochmal so einen Korallenriff dann auch hin hier. Ja, bis zum letzten Meter wird das hier noch, oder? Na, das schwebt wieder ein bisschen arg. Wir müssen entweder ein bisschen kleiner dann machen. Ist auch immer so blöder hochhüpft, ne? So doof. So ein Blödscheiß. Vielleicht können wir auch die nehmen und die da so ein bisschen drunter setzen. Dann ist das nicht so in der Luft alles. Ja. Yeah. So. Muss auch noch ein bisschen kleiner, glaube ich. So dass es schön aus dem Zeug hier rauswächst auch. Das seitliche. So. Ja, so ist gut. So ist gut. Wo ist mein orangiges? Hier da. Nee, mein orange. Mein pinkes. Das wollen wir noch ein paar Mal haben. Und ich würde auch sagen, wir holen uns noch ein paar mehr Seesterne da dazu. Ja, da muss ja hier alles schön. Ja, die sind ja richtig knuffig. Die sind toll hier, unsere Seesterne. Vielleicht können wir die auch ein bisschen verkleinern, dass man da noch so ein Dreier gespannt hat. So vielleicht. Ist immer ganz schön, wenn man so ein paar daneben macht. Die fühlen sich da alle wohl. Ja, machen wir das mal so. Und hier auch nochmal eins, bisschen größer vielleicht. Da kommen die aus dem Wasser raus, die Dinger? Ich weiß es nicht. Eigentlich ja nicht, ne? Wie haben es die denn gemacht? Die haben die auf dieses Riff draufgesetzt. Ja, das können wir auch tun. Kriegen wir das noch hin? Bisschen kleiner, bisschen höher. Machen wir das mal so.
Ja, jetzt sieht's doch schon mal ganz geil aus. Ich muss ja echt schon sagen, jetzt wird's langsam hier ganz cool. Ich würde noch mehr von dem Grünzeug hier nehmen. Dass wir das noch ein paar Mal wiederholen. Was sind die Grünen? Oh, hier gibt's noch mehr. Guck mal an hier. Oi. Da haben sie sich auch nicht lumpen lassen, du. Bestimmt habe ich noch mehr vergessen. Da gibt's auch noch so Haufen und so, ne? Da kann man vielleicht auch noch weiter, aber das sieht man unter Wasser nicht. Okay, dann halt nicht. Hier noch ein bisschen Gras rein. Vielleicht nicht unbedingt das. Dann haben wir hier nochmal unseren Algenverschnitt. Seetang, Seegras, Snacks to go. Ja, da brauchen wir noch ein paar Säulen. Das Haus ist noch nicht ganz fertig. Fehlen auch noch ein paar Säulen. Die kommen natürlich dann weg und da kommen die richtigen Säulen hin, die Lampen. Und ja, sonst finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht. Jetzt muss man schon sagen, jetzt gucken wir nochmal, dass wir ein bisschen weit unter das hier drunter kriegen. Mal hier mal noch so ein bisschen Grün dazu, wenn das irgendwie will. Ja. Es hüpft immer gleich da hoch hier. Ich will nicht, dass du hoch hüpfst. Bleib da gefälligst auf dem Boden. Auf dem Boden der Tatsachen hier. Hier noch so ein bisschen Gras rein. Ja, nicht so viele Algen, sonst sieht es halt wieder zu veralgt aus. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Hier muss man irgendwie noch ein bisschen was Grünes reinsetzen, ne? So. Das kann auch schwimmen, das Zeug. Ist ja nicht so, dass das unbedingt hier auf dem Boden festgenagelt sein muss. Die finde ich auch ganz toll. Komm, lass dich hier platzieren. Jetzt ist es doch ein geiles Riff, oder? Chakalaka, ja. Jetzt will ich nochmal eins von den Grünen da, weil das muss irgendwie nochmal wiederholt werden. Ja, ein bisschen kleiner, ein bisschen hier rüber. Da auch nochmal eins von den Oschis da rein. So. Das ist auch so toll, ne? Alles toll hier. Das kann man da so schön dazwischen setzen. Dann machen wir das doch irgendwie mal ein bisschen noch. So. Ja. 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 I like. Und wir haben trotzdem das schwarze Vulkangestein. Vielleicht so ein bisschen auf dem gebaut. Und das könnte man wirklich auch noch nehmen, indem man das hier irgendwie nochmal so ein bisschen vielleicht reinbringt. Dass man das hier nochmal irgendwie, dass das Haus so ein bisschen von diesen Steinen da so eingeschlossen ist. Ich finde das halt ganz schön, weil das halt so ein bisschen besonders ist und das Objekt witzigerweise geht auch unter den Boden. Und dann hat man da noch mehr von diesem Stein da mit drin. Das ist doch ganz gut. So, next one. Ja, Meerjungfrauen können diese Treppen nicht hochlatschen. Das kann man kurz mal hier angucken. Na, runterklettern. Leider haben Meerjungfrauen noch nicht herausgefunden, wie man Leitern. Ja. Okay. Deswegen machen wir die Leiter leider weg. Ich finde es schöner mit Leiter. Aber Leiter war es das nicht. Und weil wir da keine Treppen platzieren können, weil das schräg ist, wir können immer noch keine schrägen Treppen platzieren, müssen wir hier wohl oder übel, es hilft nichts, eine Treppe platzieren, die wir natürlich auch mit schwarzem Stein machen. Und da gibt es ja auch die neue. Ja. Und da kann man die vielleicht auch, das geht gar nicht. Aber da geht's wenig. Oh Gott. Wenigstens geht's hier. Da müssten die Sims auch runterlaufen können. Das probieren wir mal kurz. Ja, liebe Meerjungfrau, das ist hier auch eine Meerjungfrau. Hydration, hier ist der Beweis. So, kommst du da runter, Mädchen? Komm. Bewegung. Ne, das klappt hier. Also gut. Dann kannst du hier mal hier hinschwimmen. Hier, bitte, komm. Auf mit dir. Auf, Lodi Karoddy. Lodi Karoddy. Yay. Sehr gut. Okay, dann machen wir das hier auch so schön, dass es so gut aussieht, dass man das gar nicht sieht, dass hier so eine Treppe ist. Und da machen wir das auch, würde ich sagen, mit den Steinen. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die hier wieder zu wählen. Oder wir haben doch auch die anderen da noch. Nee. Dass man hier die da wieder reinsetzt auch, ja. Das Gute ist, man kann die vergrößern und unter Wasser sieht man fast nicht, dass die matschig sind. Und bei Schwarz sowieso nicht so arg. Müssen wir nur gucken, dass die Treppe nicht blockiert wird. Das ist so die Schwierigkeit daran.
Ich würde mal sagen, wir probieren das mal so rum. Ne, andersrum gerade. So rum. Ah, ne, das geht ja da näher dran. Ich würde doch das so. Ne, der Stein ist vielleicht auch nicht ganz ideal dafür. Ja, ich hoffe, das blockiert die Treppe nicht. Das ist immer die Frage. Die Frange der Frangen. Nee, ich wollte dich eigentlich klonen. Alt und Shift. So, ganz nach hinten und dann hochleveln. Dass das so ein bisschen hier mit drin ist. So. Ja. Ja, es läuft doch. Und da müssen wir jetzt auch den Boden uns holen von vorne hier. Vom Eingang, dass das hier so ein bisschen danach aussieht. Und natürlich das Fundament hier auch in schwarz. So. So lässt sich's leben. Jetzt müsst ihr nur noch hoch und runter kommen, liebe Sims. Also nochmal hier reinlatschen. Werden wir gleich, ob sie außen rumschwimmt oder ob sie da durchgeht. Was ist das blöd wieder mit dem Licht? Das geht nur bis zum Grundstücksrand hier. Komm. Das schaffst du, ne? Yeah. Access granted, würde ich mal sagen. Sehr geil. Yay. Challenge completed. Bist du glücklich hier? Hallo. Okay, dann können wir ja weitermachen. Hier machen wir mal wieder Tag an. Einen Tag an. Es ist ein bisschen übertrieben hier, ja, ich gebe es zu. Aber ich finde das jetzt irgendwie bei einem Meerjungfrauenhaus passend. Das darf auch ein bisschen kitschig sein hier. Ja, ein bisschen bunt, ein bisschen wild. So, oder was sagt ihr? Hier haben wir noch so ein bisschen Algengrams drumherum, ein bisschen Magic. Machen wir hier auch nochmal so eine Art... grün runterhängend hin, oder? Hat man das so in jeder Ecke so ein bisschen, das ist, glaube ich, ganz schön dann. Ja, das darf gerne auch ein bisschen näher an das Haus ran. Ja. Sehr gut, sehr gut. Wenn da dann auch mal erstmal die Lampen sind, wenn die hier gefixt sind, unsere Schuppenwände, so wie da, die ist schon gefixt, dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus. So, dich brauchen wir nicht, ne? Oder haben wir da die Muscheln drin? Ne, ich glaube nicht, aber sowas unser Türmchen, ne? Mhm. So, das können wir auch entfernen, das können wir auch mal entfernen. Okay, it's alright. Jetzt würde ich sagen, wir machen uns mal heute an die Einrichtung. Da habt ihr auch wieder fleißig kommentiert. Ich habe ja so einiges vorgeschlagen hier auch, wie wir das so machen könnten. Ich muss sagen, ich finde es schon mal ziemlich cool. Ich finde immer den Blick da rein ganz geil, wenn man das durch das Wasser sieht. Ne? Wenn man das so irgendwie machen könnte, das wäre natürlich der Hammer. Irgendwie, aber das ist, ja... Das ist alles so ein bisschen, wie aussieht wie unter Wasser, so ein bisschen verschwommen und so, ja? Und das wäre doch ganz toll. Wir holen uns auf jeden Fall diese Kunst der Raffinesse, dieses schöne Korallenreef-Element hier mit rein. Und dann gucken wir mal, welche Stehlampen wir hier am blödesten nehmen, die wir hier drin auch platzieren natürlich. Ne? Das ist immer ein bisschen tricky. Dass man das hier natürlich schön auskleidet. Erstmal, dann weiß man, wie viel Platz man hat. Das ist hier nochmal, das ist der Durchgang. Da müssen wir gleich auch nochmal testen. Das ist ja immer schwierig. Wenn die Sims da. Kommt schon raus. Das ist ganz gut. Wenn die Sims da nicht durchlatschen können, das ist immer ein bisschen doofig. Ja, da haben wir auch noch so eine irgendeinen Verschnitt hier. Da müssen wir nochmal zumachen, da glaube ich. Da müssen wir nochmal zumachen hier. Ja, die werden alle dann auch noch eingefärbt. Das ist ja blöd, das geht ja ums Eck, das Ding. Ach, deswegen sah das so beschissen aus. Dann müssen wir das wegmachen, sorry. Ja. Und hier, du machst so ein bisschen weiter rüber da. Ist da ein Fenster drin, oder was ist das? Ja, müssen wir nochmal gucken. Ist ein Fenster drin? Ja, das brauchen wir jetzt da hinten auch nicht in der Nische. Du machst du das mal hier weg. Ja. Yeah. Okay, dann haben wir das da auch. Dann machen wir hier auch wieder die schmalen ran. Die brauchen nicht so viel Platz. Und man hat auch direkt eine Beleuchtung auch. Ist gar nicht mal so verkehrt. Natürlich, vom Gameplay her ist das dann schwierig mit den Stromrechnungen. Aber ich denke hier, das Haus ist auch... Ne, die Kreaturen, die verdienen genug. Und wir kleiden das komplett aus und haben wir die Form auch im Innern. Vielleicht können wir das auch so machen, dass wir unsere...
Ja, dass wir unsere Einrichtung dementsprechend auch dann formen. Wenn wir irgendwie, ja, so haben. Weil das ganze Haus ist halt auch durch diesen Lampen pseudomäßig natürlich gebaut. Und diese magischen Stützsäulen, die die Meerjungfrauen herbeigerufen haben, das ist meine Story. Die stützen das Ganze. Und wie gesagt, die färben wir alles so ein wie da drüben, wie ich es da schon exemplarisch quasi gezeigt habe. Und dann probieren wir das einfach mal aus, dann ja. Wie wir die einfärben, wie das dann aussieht. Mit dem Boden bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fände es einerseits ganz cool, wenn man das wirklich dunkel macht. Dann hätte man wirklich diesen Meeresboden. Man ist auf diesem schwarzen Stein, den wir auch außen haben. Und ich finde es auch ganz cool, wenn man diesen Boden macht, dass es dann, dass dann die Objekte mehr leuchten. Ne? Wenn der weiß ist und dann auch, wenn man dieses Blau und so, das ist auch so ähnlich wie das Weiß und so und die Fenster, alles weiß, dann kommt das gar nicht mehr so zur Geltung. Wenn man dann schön Kontrast hat mit so einem schwarzen Boden. Oder nicht mit dem ganz schwarzen, aber mit dem ne, leicht gräulichen, rötlichen. Dann könnte das ganz gut wirken, denn der nicht. Ja, der ist zu langweilig. Aber der sieht richtig gut aus, oder? Kann man ja immer noch ein bisschen was machen mit so, wie gesagt, so Fliesen teilweise oder irgendwas. Oder man guckt, wie man das hinkriegt. Aber ich finde den echt gar nicht so verkehrt. Mal echt sagen jetzt. Ja, also der ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Komm, wir probieren das gleich mal aus, wenn wir das komplett machen. Vielleicht können wir auch oben, wenn wir da dann wieder andersrum den Kontrast haben, dann quasi wie so ein Wasserboden machen. Als Unterschied, ne? Dass das da oben dann, weil das ja nicht mehr der Steinriff, auf dem wir gebaut sind. Ja, ich würde glaube ich schon, rein wegen der Logik, dass man draußen auch, man hat den schwarzen Steinboden und man baut, man ist auf diesem schwarzen Vulkangestein. Hier einfach gebaut. Doch, ich glaube, das machen wir so. Nur meine Testlampen. Okay, wir probieren es jetzt mal mit der Einrichtung, mit der Aufteilung erstmal. Also oben ganz klar, da muss das Schlafzimmer rein. Das können wir schon mal festlegen. Denke ich, wa? Da nehmen wir, was ist denn das Meerjungfrauenbett schlechthin? Könnte man gleich mal gucken. Also einerseits könnte man natürlich hier das da nehmen, das hat so ein bisschen auch, ne? Das ist mit dieser Form und mit dieser Farbe eigentlich ganz schlicht. Vielleicht kann man da auch irgendwie was noch was machen, dass man in dem Bett auch nochmal diese Säulen vielleicht benutzt, um da so ein Himmelbett draus zu machen mit den Dingern. Samt Vorhängen. Ich platziere mir das mal, damit ich das nicht vergesse. Wenn das hier vielleicht mal so ein bisschen Pseudo-Himmelbett-mäßig irgendwie macht. Hier noch die höheren auch. Das könnte ich mir vorstellen. Dann gucken wir, dass wir ein Badezimmer hier reinmachen. Ganz wichtig, weil die müssen ja immer mal wieder auch Hydration und so haben. Das Blöde ist, auf Strandgrundstücken kann man keinen Pool bauen auf dem Boden, nur im Obergeschoss. Und das wird hier ein bisschen kritisch. Ja, weil wir können hier schlecht einen Pool reinbauen, oder? Das müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht haben wir irgendwo noch eine Nische. Für ein, wenn man da einen Pool reinbaut in das Türmchen. Könnte man unten... Ich finde diese Ecke eigentlich ganz schön, die würde ich ungern irgendwie kaputt machen. Aber wenn man da einen Pool reinbaut, wir probieren das einfach mal kurz. Dann könnte man hier oben wirklich schwimmen. Wie gesagt, auf dem Boden den Pool geht nicht, weil wir auf einem Strandgrundstück sind. Ja, danke, jetzt machst du mir das Dach weg, oder wie, wenn ich da einen Pool platziere. Ja, das ist aber selten dämlich ungünstig. Könnte das sogar lassen. Wieso geht denn da jetzt kein Dach mehr? Das ist ja eine dumme Entscheidung von dir, liebes Entwicklerteam. Da muss man doch hier, muss auf einem ebenen Basis errichtet werden. Ja, toll. Mich jetzt verarschen, oder was? Dann stand es doch da, das Dach aus. Ist doch eh ein Raum. Ist doch eh ein Raum. Na gut, also dann können wir es vergessen. I'm sorry, aber das Dach geht in dem Fall dann vor. Heul. Naja, gut. Dann machen wir da eine schöne Eckbadewanne rein. Das könnte man ja auch machen, indem man hier die türkisfarbene nimmt mit dem Schwarz. Und dann in die Ecken hinten einfach irgendwas reinstellt. Oh, hinten ist sogar das Dach. Da kann man quasi unter das Dach gucken. Man könnte ja gucken, ob man das irgendwie da nochmal ein bisschen kaschiert mit irgendwelcher Deko hinten dran. Dass man da nochmal irgendwas reinsetzt. Pflanzen.
Was auch sonst hier, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie so, ist mal ganz grob gesagt, hier so irgendwie. Und da nochmal so ein bisschen was. Oder die da, die passen auch ganz gut. Wenn man die da irgendwie mit reinnimmt, dass man die da, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen so. Heute ist wieder weiterhin Findungsfolge. Wir müssen das einfach ausprobieren, wie er das findet, wie ich das finde. Und wir kommen dann eh nach und nach auf Ideen, um das dann irgendwie cool zu gestalten. Das ist doch toll, oder? Hat man da ein paar Algensnacks zum Knabbern? Essen Meerjungfrauenalgen? In meiner Vorstellung schon. Und da ist die Badewanne ganz gut aufgehoben da hinten. Und die müssen ja immer wieder baden. Wenn die da dann mit ihrer Flosse rumwaggeln, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Ja, für Dusche und WC hat es da jetzt natürlich keinen Platz mehr. That's the problem. Gut, dann würde ich das Klo... Das ist echt doof mit der Treppe auch, ne? Also da ist so ein bisschen eine scheiß Ecke, dann da kommst du wieder nicht rein hier. Kann man das nicht hier, nee. Kann man das hier so machen? Holen wir uns eine tolle Tür. Dann gibt es doch auch diese Wellness-Tag-Türen mit blau und türkis Schimmer. Dann würde ich die da mal nehmen. Ein Griff wäre gut auf der anderen Seite zumindest. Ich hoffe, die Sims kommen da noch durch. Testen wir auch noch. Und dann packen wir da ein Klo rein. Ja, das sitzt ja auch auf dem Präsentierteller dann aber, ne? Ja. Das sitzt ja dann auf dem Präsentierteller hier oben. Das ist ein bisschen ungünstig. Vielleicht können wir das Klo auch hier hin machen, dass man da so ein bisschen hinter der Säule versteckt ist. Na gut, das ist komplett verglast, das Haus. Ne? Wo du es hin machst, ist eigentlich falsch. Dann eher noch auf der Rückseite, weil wenn die Sims kommen, dann kommen sie von da. Und da ist ewig breit niemand. Keine Nachbarn in Sicht. Ah, die Schildkröten sind da, hallo. Ah, ich finde die so toll. Gut, ne? Gut, gut, gut. Und hier dann, da können wir uns noch mal überlegen, Hobby, Arbeitsplatz, was auch immer. Da sind wir, glaube ich, frei. Wir können auch viel mit so Glas machen. So was da, Kristallschreibtisch. bb.ignore Gameplay unlocks entitlement. Ja, den kann ich schon. Der neuen Cheat muss ich jetzt mal überlegen. Also wir können einerseits auch den da nehmen, aber ich finde gerade den Glastisch, den da ganz toll. Der ist nämlich auch richtig, richtig schick und modern und so ein bisschen, ne? Kann man schön integrieren im Wasserfall. Und da dann so ein bisschen auch das Gameplay, das Normale, was man so hat, natürlich auch damit reinbauen. Die Wasserbücher, die wasserfesten Bücher. Weiß ich noch nicht, aber irgendwie in die Richtung werden wir dann gehen, dass wir das hier nicht zu sehr zubauen. Dieses, Wasser auch gut rein, ne? Von der Breite her. Da gibt's, glaube ich, sogar, gibt's nicht sogar einen Türkis. Oh, gibt's so Korallfarben. Da müssen wir das nehmen. Ja. Ich freue mich halt, Mann, wenn ich mal was Cooles hier entdecke. Hier. Ja, also. Haben wir es auch schon. Und dann können wir hier wieder mit unseren Oschi-Lampen da, ne? Die Ränder entsprechend ausgestalten. Kommt man da jetzt noch durch? Das wird schwierig. Wenn wir nochmal gucken. Ja, wenn man da mit den Farben noch ein bisschen was spielt und so, ich glaube, das kommt dann ganz gut rüber. Jetzt aber wieder runter, erstmal die Aufteilung. Küche. Auch Meerjungfrauen müssen was knabbern. Hier ist der Eingang. Ja. Ja, ist fast zu schade. Also hier wäre natürlich perfekt auch das Badezimmer drin gewesen, ne? Wenn wir auch mit den Grünvorhängen da, sollen wir das oben dann rausnehmen und da hinten lieber so eine Sitzecke reinmachen oder auch einen Schreibtisch. Das ist, glaube ich, praktischer, ne? Let's do this. Ja, wobei es hier echt blöd ist mit diesem Loch. Aber ich komme da nicht weiter rüber, sonst komme ich da nicht mal rein. Und da kann ich nicht weiter rüber, weil da das Haus zu Ende ist. Ja, da haben wir schon ewig rumgemacht. Machen wir hier das Badezimmer doch rein komplett. Oben kann ja trotzdem eine Wanne sein. Wie gesagt, hier haben wir Hydration als Bedürfnis. Deswegen kann man da dann gut auch vielleicht mal so einen Whirlpool reinsetzen. Da müssen wir einfach mal ausprobieren. Mit in den Wasserfall hinten direkt. Dann hat man da noch genügend Luft für ein Klo und Waschbecken. Duschen, ja, braucht man nicht unbedingt.
So eine Eckbadewanne ist auch toll. Da haben wir mit dem Schwarz viel wieder, ne? Das ist mit dem Stein und so. Das ist glaube ich, gar nicht so schlecht. Ah, jetzt mache ich hier das Bad. Das ist alles. Das darf gern großzügig sein. Okay, dann brauchen wir noch eine Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Wohnzimmer würde ich hier zentral reinmachen. Dann bleibt uns für die Küche nur noch das hier übrig. Ist aber, denke ich, auch in Ordnung. Ja, machen wir das so. Es ist auch, glaube ich, ganz praktisch. Ja, ja, wir machen das so. Jetzt ist hier die Frage natürlich, wie macht man da eine Küche rein? Vom Layout her, nicht von der Gestaltung. Bitte, bitte. Mir fallen als erstes diese Theken ein. Die haben den schönen Blauton. Wir haben auch noch hier so, die sehen mir aber ein bisschen zu plastikmäßig aus. Nicht, dass wir in die Richtung Barbie-Haus gehen. Das gefällt mir nämlich hier gar nicht dazu. Wir haben noch die hier, die passen auch ganz gut. Die sind auch so ein bisschen, ja, ne, vom Stein her so ein bisschen besser. Ist halt wieder, geht wieder in dieses Türkis rein. Es ist, wie man es nimmt. Also ich würde es eher, wenn dann modern einrichten, mit so ein paar Pailletten und so ein bisschen, ne, so Schnörkelkrams. Deswegen, glaube ich, fällt meine Wahl auf die, Wellness-Taktiken. Ja, da passt auch rustikal. Meerjungfrauenhaus. Das ist, ne? Da haben wir jetzt von den Inseltheken her, Inselleben-Theken, da sind die noch möglich. Also ich würde schon in die Richtung Türkis gehen, wenn man sowas schon hat. Da gibt es auch hier abgerundete Dinger, das sind, glaube ich, ganz toll auch. Ja, das ist die Frage jetzt. Also die sind mir ein bisschen zu, vom Holz her, ein bisschen zu braun. Ich will eher ins Weiß gehen. Wie sieht es mit den Hängeschränken aus? Da haben wir, glaube ich, hier auch passende Schränke, ne? Ja, das sind solche dann. Ja, ne? Also geht schon in die Richtung. Ich meine, viel Schrankwand haben wir eh nicht. Aber die anderen sind, glaube ich, besser. Die sind, glaube ich, irgendwie, ne? Ja. Ja, ich denke schon auch. Sind auch so düster irgendwie. Das ist schon die Salvadorianische. Das sind schon die da, ne? Ja, das sind schon die. Sind jetzt auch ein bisschen dunkel aus, vielleicht auch wegen dem Licht. Aber trotzdem, da würde ich insgesamt dann doch lieber die dezenteren nehmen. Wir machen das schön, in Anführungszeichen, mit Lampen. Farblich. Und hier dann so eine Theke rein, oder? Dann kann man das sitzen. Und hier müssen wir dann gucken, wie wir das am blödesten machen. Müssen wir wohl oder übel das Fenster zustellen. Küche ist immer schwierig, gerade in so Häusern, die halt auch, jetzt hier so gedreht sind. Da guckt da so ein bisschen schwarz raus. Das ist leider ungünstig. Mal noch ein bisschen tricksen, ja, passt schon. Flackert es da ein little bit, ne? Kann man vielleicht auch nochmal probieren, hier vielleicht dann einen Herd reinzustellen. Ja, ich stelle ungern Sand vor das Fenster. Ihr wisst es ja, aber ein Unterwasserherd. Weil die sind schmaler. Mut zur Lücke. Herddinger sind schmaler als Dinger. Da kommt hinten das Wasser. Wenn dir das anbrennt, dann kannst du hinten gleich Wasser hier oder für den Kochtopf hier Wasser holen. Ein Kühlschrank wäre nicht schlecht. Den können wir gern auch freistellen. Auch hier würde ich dann in die Richtung gehen. Schon schön Meerblau Kühlschrank, wobei man den auch, das sieht aus wie hinten so Kühlrippen da fast schon, ne? Und dann machen wir da einfach da rein. unser Kühlschrank hier im. Die werden noch schön gemacht hinten, ne? Das wird noch hier, das wird noch gut. Aber so könnt ihr mir eine Küche vorstellen. Und dann kommt da, wie gesagt, alles Aufteilung, nicht Gestaltung. Bitte, bitte, bitte daran orientieren.
bei euren Kommentaren. Dann müssen wir den Tisch nehmen, das ist glasklar. Da kommt hier ein Esstisch rein. Ja, oder am besten vielleicht sogar so neben den Wasserfall. Das ist doch ganz gut. Und auch hier die Glasstühle mit Türkisumrandung. So. Sehr geil. Ja, oh, das Muschelding da oben drüber. Da könnte man fast sogar hier über den Tisch hängen. Das ist toll. Da müssen wir uns was überlegen mit diesen blöden Wasserfällen da, ne? Kannst du wieder nicht nutzen. So wäre es natürlich cool, aber das geht's wieder zu weit hier, ne? Das geht wieder zu weit raus dann auch. Das ist echt diese Wand. Gut, im Notfall könnte man da auch diese Säulen davor stellen. Das wäre natürlich schon schickimicki. Das wäre natürlich schon schickimicki hier. Wenn man den weiter vorzieht, kann ja die Wand entfernen, damit man das frei bewegen kann. Dann verlieren wir aber wieder jede Menge Raum auch. Und am Rand ist es auch nicht so schön, wenn das so eine Ecke ist, ne? Ja, wir machen das mal so und dann tun wir außen die Außengestaltung hier mal, ja, nachbessern. Kann man auch hier, wenn man hier sitzt, Kopf kurz zur Seite neigen, so, und das Wasser. Hast du die Hydration wieder aufgefüllt. Okay, aber das ist schön mit dem Bild hier. Und ich denke, da kann man dann auch noch ein bisschen was machen hier und Schränke dann. Eine Bar. Ja, da muss dann eigentlich die nehmen, ne? Die ist halt schon cool. Da gibt es auch noch so eine Korallenfarben. Ja, das ist so ein bisschen, nee. Ja, die ist schon geil auch. Ich würde gern die nehmen noch. Die muss unbedingt noch ins Wohnzimmer passen. Dann wäre die nicht in klein, glaube ich, ne? Oh, schade. Die wäre so gut. Die wäre so gut. Die ist auch schön. Weil die ist so ein bisschen durch das Schild. Halt ein bisschen, ne? Hat ein bisschen was von... Ja. Bowlingbahn halt eben. Ist auch aus Bowling. Die ist geil. Passt perfekt zu den Farben. Ich würde die, glaube ich... Können wir die da, können wir die auch nicht reinsetzen, ne? Wenn man das so macht. Da gefällt es mir jetzt gar nicht so sehr, muss ich sagen. Da drüben war das irgendwie besser, das Ding. Auch hier mit der Rückwand, das ist schon cool. Die wird auch hier so schön in die Nische reinpassen. Man könnte hinten die Flaschen an den Vulkan, an den Wasserfall hängen. Sitzt ja bald eine Meerjungfrauenbar. Ja, ist halt vom Platz auch schwierig mit so einer Bar, ne? Die hat schon auch viel Gewicht hier. Die wiegt schon einiges. Die wiegt schon einiges, die Bar. Jetzt eigentlich haben wir hier eine Bar, ne? Eieiei. Eieieiei. Wieso gibt's die nicht als Zweier, verdammte Axt? Das wäre voll cool. Ich will die als Zweierbar. Gibt's nicht, ne? Gibt's nicht als Zweierbar. Wie ist, wenn wir die da so reinstellen und unsere Theke entfernen? Die ist da einfach so schwer in diesem Ding. Man könnte die... Ja, die würde eigentlich nur hier reinpassen, ne? Da kann ich mir hier ein Wohnzimmer vorstellen, vor der Theke eigentlich auch nicht. Ja, ich würde sagen, die ist einfach zu groß. Das ist zu groß, das Guten hier. Können wir die vielleicht draußen hin machen oder so, dass wir trauen? Wir haben so viel Platz noch, nämlich auf dem Strand. Weil die ist echt mega geil einfach. Die ist perfekt. Wenn wir da nochmal so eine, vielleicht so eine Außenterrasse oder so machen. Nee. Oder halt oben rein. Aber oben, ja gut, im Schlafzimmer, das kann ja auch ein bisschen was Exquisites sein. Wir müssen die, glaube ich, machen da noch irgendwie einen schönen Platz oder so mit der Bar. Das ist auch ein bisschen sehr orangig, sag ich mal. Weniger Korallen, Lachsfarben.
Okay, dann machen wir hier das Wohnzimmer. Das kriegen wir jetzt. Gucken wir uns mal an. Also, Komfort. Wie setzen wir die Couch an? Da gibt es, glaube ich, eine. Genau, die ist so ein bisschen in dem Ton drin. Die ist auch schön locker flockig. Und das sieht auch nicht so aus, wie wenn die gleich alles aufsaugt, wenn man das sich mal mit dem nassen Popo draufsetzt. Die ist ganz cool. Die ist natürlich wieder ein bisschen, ja, bunter. Diese Farben, die da ist ganz toll. Die gefällt mir richtig gut. Die anderen sind, glaube ich, zu knallig. Die könnte noch was sein, wenn wir da eine Farbe finden. Aber ich glaube, ja, wenn dann die. So ein Algengrün, blau. Die ist natürlich auch wieder krass, aber die passt von den Farben her ganz gut. Ich finde die halt ein bisschen, ja, ein bisschen schnörkelig. Auch eine Möglichkeit. Ich würde es aber eher, glaube ich, moderner einrichten, muss ich sagen. Finde ich auch, hat auch was. Das Schnörkel passt zu mir, Jungfrau. Es ist alles so ein bisschen. Aber ich würde es, glaube ich, eher. Oder was sagt ihr? Ich finde das total schwierig bei dieser Reihe. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht entscheiden bei sowas. Es ist wirklich krass. Das ist eher für draußen dann was. Das ist eher für draußen. Da könnte man sowas da nehmen, ne? Für unsere Korallenbar. Hey, wir haben kein Geld mehr. War da laut. Pfeil nach oben, Enter. Pfeil nach oben, Enter. So. Dass man sowas vielleicht hier irgendwie macht. Ansonsten fällt mir, glaube ich, nichts ein, was passen könnte. Auch noch so Meerblau. Oh. Ja, wieder mit dem Holz, das haben wir sonst irgendwie nicht. Die ist zu knallig. Die anderen passen farblich, glaube ich, nicht so gut. Da haben wir noch die da. Ja, das ist wieder so diese. Ja, geht auch gut, geht auch gut. Ich muss aber immer noch sagen, ich finde die da hinten, die ist noch irgendwie. Oder mit dem blauen, dem ist eigentlich genau die Farbe, die wir wollen, ne? Eigentlich genau die Farbe, die wir wollen. Die ist ein bisschen schwer. Ja, es hat ein bisschen was auch für einen Prinzessinnenpalast mit diesem Muster, mit diesem Siegel oder was. Die ist eher so die günstige. Südliche Prise. Ja, so die. Na. Könnte man auch mit der Farbe dann noch kombinieren. Passen beide. Ja, das ist so die Frage so ein bisschen. Will man das ein bisschen girly-mäßig kuschelig machen oder eher so? Das sind zwei Stile einfach. Ich glaube, da gibt es keine Lösung. Wir haben aber auch noch Zweier-Couches. Da gibt es vielleicht noch was, was bei den Dreiern nicht so gibt. Das Gute ist, wir haben auch bei denen Sesseln. Das haben wir bei den anderen, glaube ich, nicht, oder? Gibt es den Elternfreuden-Sessel auch? Gibt es auch sowas noch? Gibt es den Elternfreuden-Sessel? Oh, die sind auch toll. Gibt es den Elternfreundsessel? Den gibt's. Na, guck mal an. Ah, da gefällt er mir nicht. Mal rausplatzieren. Den Elternfreunden gibt's, glaube ich, nicht als Sessel, ne? Aber die gibt's hier. Die haben wir auch noch. Das ist so ein bisschen, ja. Nee, den gibt es nicht als Sessel, ne? Gibt's so einen. Das ist auch so ein bisschen schnörkel-schnuggeliger. Ja. Also es bleibt schwierig. Nee, den gibt's echt nicht, ne? Passenden Sessel zu dem, zu der Couch. Also ich glaube, ich mach's so. Den können wir vielleicht auch nochmal irgendwo im Bad oder so für Handtücher oder was hier nehmen. Der Whirlpool nimmt wieder den ganzen Platz ein. Die finde ich zu rustikal.
Und bei denen da, da würde ich dann die nehmen. Ja. Probieren wir es damit. Probieren wir das mal damit. Wenn man das hier so macht, so eine schöne Sitzecke vielleicht auch. Mit unterschiedlichen Farben. Dass man das vielleicht so macht. Und dann hier den und auf der gegenüberliegenden Seite dann diese Couch. Und da so eine kleine Sitzgruppe hat. Das wäre es natürlich auch wieder praktisch, wenn man das hier farblich abstimmt. Ja. Geht leider schlecht. Außer man macht es so und hat man zwei längere Couches nebeneinander. Gibt es die nicht als Zweier-Couch? Ne, gibt es glaube ich nicht. Habe ich schon mal geguckt. Gibt es nicht als Zweier-Couch. Das ist wieder so wie Barbies Prinzessinnen-Treffer oder was? Echt mal. Und da jetzt einen schönen runden Tisch rein. Den Aquariumtisch. Auch eure Kommentare, ganz klar. Der ist hier bei den Couchtisches. Couchtisches. Ja, entweder den weißen oder den rosafarbenen. Dann brauchen wir noch mehr Luft hier, aber ja. Ja, dann geht's eigentlich sogar. Auch wenn man da noch ein bisschen mehr Luft hat. Dann passt es mit der Sitzgruppe viel besser, ne? Irgendwie. Wobei ich glaube, ich das hier eher... hier so rüberstellen würde, weil da hinten läuft man weniger vorbei, hier läuft man mehr vorbei, da kann man auch zwischen den Sesseln da noch durchlatschen. Wenn man hier auch wieder so ein bisschen in die Ecke gehen müsste. Oh, wieso haben wir jetzt so viel Platz hier? Das ist wieder so geradlinig, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Wir haben zu viel Platz, wir haben zu viel Platz. Nee, vorher hat es mir 10-mal besser gefallen. Fragt mich nicht, warum. Oder man macht so ein Dreiergespann. Das wird auch gehen, wenn man das so macht. Ja, schon viel Couchplatz auch. Ich will ja eigentlich einen Zweiersessel haben, Mann. Mal so und so. Offenes Ding geht auch. Sollen wir das so machen? Finde ich ganz gut. Ich glaube, da kann ich was mitmachen. In die Richtung. Wir müssen hier nochmal bei der Treppe gucken, ob wir da nicht vielleicht noch eine dezentere nehmen. Ja, vielleicht auch in das Blau mit reingehen oder so, damit die... Ja, mit so Grüntönen. Wir brauchen hier noch ein paar Grüntöne drin, um das Algenthema da noch besser zu machen. Ich baue schon wieder so lang, Leute. Wieso sagt ihr denn nichts hier? Ja, da müssen wir also mal gucken. Komm, ein bisschen Grün kriegen wir noch rein heute. Die sind natürlich toll. Da gibt es auch die Farben passend. Das wird toll. Ja, wenn da noch ein schöner Teppich vielleicht auch drunter ist und sowas noch ein bisschen. Hier, die sind ja auch ganz geil. Die sind ja auch ganz cool. Und hier nochmal da irgendwo, wo wir noch ein bisschen Luft haben dann. So ein bisschen was Buntes noch reinkriegen. Das könnte, glaube ich, ganz gut wirken. Es fällt mir gerade kein Platz auf hier, der passen könnte. Kann man das hier noch nehmen? Ja, dass da noch ein bisschen ein paar andere Farbplexe auch reinkommen. Aus Dschungelabenteuer, das Grün an der Wand. Sehr gut. Das geht in die richtige Richtung. Lampen müssen wir natürlich auch noch austauschen. Die werden nicht so bunt, oder? Und dann wird das so ein bisschen, hat auch ein bisschen orientalischen Touch jetzt, finde ich. Durch die Lampen und diese Vorhänge und so. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. So ganz zufrieden bin ich mit der Küche noch nicht. Aber da finden wir bestimmt auch noch eine Lösung. Im Notfall nehmen wir dann doch vielleicht die Holztheke. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Im Badezimmer müssen wir auch noch mal gucken. Am besten wäre natürlich, wenn der in der Mitte wäre. Aber das ist ja wieder zu groß, ne? Ah, das ist ja ein bisschen da in so ein Eck rein, dann braucht er nicht so viel Platz. Ein bisschen in die Wand reinfaken, aber dann hat man auch noch diese Seiten da frei. Das ist eigentlich auch alles ungünstig. Ich glaube, der Whirlpool muss raus.
Ansonsten ist das jetzt wieder an euch übergeben in die Kommentare. Was sagt ihr denn? Wie findet ihr das denn? Bisher so, wie sich das entwickelt. Die Richtung habe ich heute vorgegeben. Jetzt seid ihr dran. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch heute gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal hier zum Meerjungfrauenhaus oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüss.